zur Hymne der Militär. Lied für eine stolze Mannschaft, die gespickt ist, genau wie beim Spiel gegen Griechenland, mit 4 Spielern aus der Fußball-Bundesliga. Die taktischen Aufstellungen vorneweg. Da haben wir Gilberto von Hertha BSC auf links, Rocke Junior von Bayer Leverkusen und Lucio von den Bayern in der Mitte, im Tor Dida und auf der rechten Seite Cicinho vom FC Santos. Im Mittelfeld den Ex-Leverkusener Emerson, daneben Seroberto von den Bayern. Die Offensive kommt dann aus Spanien bzw. Italien. Ronaldinho, der Superstar vom FC Barcelona, und Kaká vom AC Milan. Vorne Robinho, noch FC Santos, bald Real wahrscheinlich. Und Adriano von Inter Mailand. Die Mexikaner, Salcedo, Galindo und Osorio vor Sanchez mit der Dreierabwehrkette. Im Mittelfeld sind die beiden Außen, Pineda und Carmona, situationsbedingt gerne mal Außenverteidiger. Dann wird hinten eben mit 5 verteidigt. Bester Mann mit der 8, Kapitän Pavel Pardo. Vorne Sinja, gebürtiger Brasilianer, gegen Japan schönes Tor geschossen. Und die gefährlichen Borghetti und Fonseca. Auf geht's. Da ist doch die Lücke. Etwas zu steil. Und da kommt Robinho. Robinho. Schnell wie jetzt durch Osorio. Rocke Junior dazwischen. Seroberto. Und Robinho. Erste wirklich dicke Chance in der 9. Minute. Pineda, immer noch Robinho. Adriano. Gut gemacht von Osvaldo Sanchez, dem mexikanischen Keeper. Ronaldinho. Sie sind dankbar für alles, was durchkommt. 45 cm haben sie mal gemessen. Offensichtlich zu bunt. Ronaldinho, schöner Pass. Adriano scheitert an Sanchez. So was spielen die Regisseure ja gerne immer mal wieder ein. Das ist zu sehen. Morales. Jana und Hertana. Gilberto. Dida. Das erste Mal. Wenn Sie Ihr Konzept durchhalten wollen. Kaká. Cicinho. Da sind zu viele Mexikaner dabei. Jetzt vielleicht mal. Adriano. Da war kurz der Platz. Der Mann von Inter Mailand, den Chelsea-Boss Abramovic so gerne. Kaká. Robinho. Sie nähern sich. Morales. Und Dida dankt, dass er mitspielen darf. Morales. Es gibt Elfmeter, Rocke Junior gegen Borghetti. Und Schiedsrichter Rossetti macht da weiter, wo er bei Argentinien gegen Tunesien, als er dreimal auf den Punkt zeigte. Sorry, ich würde jetzt gerne sagen, ja oder nein. Was er sagt, dass er ihn im Catchergriff hatte, das habe ich nur wirklich nicht sehen können. Wenn er am Trikot gezuppelt hat, Jared Borghetti. Mexiko führt. Und alles, was wir bisher in diesem Spiel gesehen haben, in der ersten knappen halben Stunde. Und dieses Mal hat er nicht mehr die Nerven. Und Herr Rossetti zeigt. Ich kann mich an keinen einzigen Elfmeter erinnern, der gleich zweimal wiederholt wurde. Und dieses Mal hält wieder. Haben wir alles gehabt. Tor, Latte, Parade.
Große Fußballunterhaltung, aber komplett überflüssig. Der Mann in Schwarz spielt sich zur Hauptfigur auf. Und die Chance. Und wieder klasse von Dida. Cicinho. Der gefällt mir gut auf der rechten Seite. Entfaltung. Höchstens mal nach Fehlern. Wie jetzt. Und Ronaldinho schickt Adriano. Das muss es sein. Die größte Chance für Brasilien. Wer hat uns Cicinho dabei? Cicinho macht's. Mexikaner decken die Pfosten nicht ab. Er könnte es auch mal direkt probieren. Und wieder Cicinho. Cicinho, einer der über... Schöner Pass. Mit Robinho. Und nur sofort wieder zwei, drei Mann. Jetzt drücken trotzdem durch. Adriano! Und allmählich ist es wirklich nur noch Glück, dass Mexiko das Unentschieden hält. So, dass Mexiko einmal durchschnaufen kann. Nach 45 Minuten gegen den großen Favoriten ein tapferes 0:0 hält. Zwischen den beiden einstigen Confederations Cup-Siegern, denn sowohl die Mexikaner als auch die Brasilianer. Perez mit der 22 rein und sie viel, viel gelaufen sind. 15 Sekunden bis zum ersten Schuss von Morales. Und das war große Klasse von Ronaldinho. Super Pass auf Robinho. Ansatzlos aus dem Fußgelenk. Da kommt dem FIFA-Wunsch nach, dass während der 90 Minuten im Stadion nicht geraucht wird. Die Chance für Borghetti. Oh, Lucio hat da gerade was auf den Fuß gekriegt. Und es gibt die erste gelbe Karte im laufenden Turnier. No. Da wollte er mal den linken Hammer rausholen. Aber von Salcido. Geblockt. Die Chance für Morales. Und Lucio. Lucio rettet Brasiliens 0:0. Cicinho hat sich verschätzt. Und Morales mit dem guten Auge für... Pardo und Borghetti, 1:0 Mexiko. Jared Borghetti bezwingt Dida zum ersten Mal in diesem Turnier. Und jetzt ist was los in Hannover. Gegen Japan hatte er noch Pech. Ein Pfostentreffer per Kopf erzielt. Ein Abseitstor erzielt. Heute wähnte er sich schon als Elfmeterschütze. Und jetzt mit seiner größten Spezialität, dem perfekten Timing im Kopfball, allerdings auch sträflich alleingelassen. Alberto, den Nathanael hält jetzt nichts mehr hinten. Adriano im Abseits. Jetzt geht die Fahne hoch. Oder Renato. Emerson, der Ex-Leverkusener, der italienische Meister, der macht Platz für Ricardo Oliveira. Kaká. Und Adriano, aber die Fahne war schon wieder oben. Abseits. Nun sind sie quitt, den Mexikanern in der ersten Hälfte. Jetzt erstmal Morales. Bei den Boca Juniors in Argentinien war er erfolgreich, aber das nimmt langsam zu. Und Borghetti. Borghetti.
Den haben wir in der letzten Viertelstunde kaum mehr gesehen. Und Juninho zuständig bei Brasilien, aber die kommt auch ihm langsam abhanden. Gut aufgepasst von Sanchez. Dann haben sie große Chancen. Gilberto. Adriano macht sich der Luft. Mit unfairen Mitteln. Strafraum. Juninho. Und das war gefährlich. Großes Glück für Brasilien. Nach der Chance von Mendes. Adriano. Juninho. Und da ist Cicinho. Und auch der stand im Abseits. Und Lucio. Fußfesseln angelegt haben. Aber jetzt die Chance für Lucio Sanchez. Irgendwie soll Moment ist Schluss. Es ist eine dicke Überraschung. Eine kleine Sensation. Die Franz Beckenbauer und Gerhard Schröder unter den 39.300.